Moin moin und willkommen zurück zu Echo Generation, Entschuldigung. Wir befinden uns hier auf dem Schrottplatz, wo wir Zugang erhalten haben mit der Zugangskarte unseres Vaters, der ja verschwunden ist anscheinend. So, aber ich weiß nicht, was hier noch passiert, denn es sieht so ein bisschen kritisch alles aus hier. Ich werde mal hier unser Leben ein bisschen auffüllen. So, alle haben wieder volles Leben und dann geht's weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass gleich irgendwas passiert hier, nämlich. Deswegen. Oder es wird hier gar nichts. Doch da. Oh oh, was ist das? Ist das nicht ein bisschen groß vielleicht? Für uns jetzt? Uns hat 3 Milliarden Waffen. Das können wir niemals besiegen. Das ist noch zu früh, oder? 100 Leben. Oh. Nein! Wow! Nein! Wow, das haben wir schwierig auszuweichen. Obwohl es geht, so schwierig war es doch nicht. Okay. Okay. Okay, geblockt haben wir auf jeden Fall. Das hat leider nicht so richtig gereicht, aber egal. Die Hälfte des Lebens haben wir ja schon weggemacht, aber... Okay, also die haben nicht mehr viel Leben jetzt hier, die Leute. Wir machen mal... Ich glaube, am meisten Leben kann die gut vertragen. Nein, zu spät. Ah, ich hab nicht aufgepasst. Das war echt dumm. Oh, verdammt. Das war ärgerlich. Oh, verdammt. Na gut. Das schaffen wir nicht mehr. Können wir gar nicht schaffen, aber... Kein extra Leben mehr, was ich machen kann. Ich habe auch nicht mal hier drin was. Shit, ey. Aber eine enge Kiste war das. Ah, eine enge Kiste und wir schaffen es leider nicht mehr. Oh, er fehlt noch ein Leben, aber ich glaube, er macht mich jetzt platt. Oh nein, wir können. Achso. Nein, wir hatten es perfekt gemacht. Aber wir hatten es fast geschafft. Ey, das war ein Millimeter fehlte. Also, es fehlt ja nur noch ein Lebenpunkt. Wie ärgerlich war das denn? Okay, pass auf, wir gehen erstmal zurück, bevor wir den nochmal killen. Und versuchen.
Wir versuchen den auf jeden Fall nochmal. Der war jetzt nicht so schwierig, wie wir gesehen haben. Aber wir müssen, dafür brauchen wir ein paar mehr Sachen. Wir gehen jetzt mal ins Baumhaus. Denn im Baumhaus, oder können wir zumindest hin zum Baumhaus. Und schnacken mal mit dem. Baumhaus-Heini. Das machen wir jetzt nochmal schnell. So, vielleicht finden wir die Kombination ja auch noch irgendwo hier. Gucken wir mal rum. Blut. Ja, das wissen wir ja schon. Noch haben wir keinen Shop gefunden, wo wir irgendwas machen können. Fällt mir gerade auf. Okay, das ist der berühmte... Okay, wir haben nur darum diskutiert, dass sie gerne da auf der Route 31 fahren würden, was ja aber nicht klappt, weil denen $500 fehlt und die Kleine will mit. Und wenn sie der großen Stadt das Geld gibt, dann darf sie mitkommen, uns nicht. Wir gehen jetzt mal außen rum hier. Ach, da müssen wir jetzt an der Ratte vorbei. Das ist natürlich blöd. Ah, okay. Gut, dann müssen die nochmal killen. Cool. Ich glaube, wieder ein bisschen Kohle. So, pass auf, wir holen uns erstmal jetzt die, wir müssen einmal zu dem Typen gehen, der im Keller sitzt, dann kriegt er seine Weihnachtskette. Beziehungsweise, Quatsch, zum Baumhaus, da kriegt er dann die Weihnachtskette, damit wir da hoch können. Machen wir jetzt mal. Ich sehe, du hast Chris, du hast Weihnachtskerzen, Lichter. Gib sie mir, pack sie rein, machen wir. Ah, guck mal. Na cool. Vielleicht kriegen wir jemand Neues in unser Team rein. Das kann natürlich sein. Guck mal. Oh, hier sind einige zugange. Wer spielt? Check out my stuff. Guck, was ich habe. Alles zu einem besonders günstigen Preis. Ah, hier können wir unser Geld lassen. Okay. Wollen wir mal gucken, was es hier gibt? Vielleicht nehmen wir so einen Apfel mit. Was ist das denn hier? Ach so, da können wir aus dem... Das nehmen wir einem so ein Ding mal mit. Wenn wir den haben, dann können wir theoretisch aus dem Kampf fliehen, was natürlich sehr cool ist. Nehmen wir auch euch mal mit. Ach, wir können nur einzelne Sachen kaufen, okay. Was ist das denn? Was ist das? Grünes Pflanzenöl. Das müssen wir bestimmt noch irgendwann brauchen für irgendwas. Aber ich muss jetzt mal Geld ausgeben hierfür. So, was ist mit ihm hier? Bist du aufgeregt, morgen den Film anzufangen? Ja, wir machen den besten Film überhaupt. Wo soll man uns treffen? Video Busters ist ein guter Spot, um uns zu treffen. Das ist Downtown, oder? Aber wie komme ich da hin? Du kannst mit mir fahren. Nur früh aufwachen, um mit mir zu hinzukommen. Ich werde nicht so lange warten. Wenn es zu spät ist, ist deine Schuld. Dankeschön. Ich freue mich schon, wenn ich meinen eigenen Führerschein habe und selber fahren kann. Es wird so einen Spaß machen, den Highway 31 zu fahren. Lass uns morgen reden. Okay. Ich glaube, er kann es nicht hören. Nee. Das ist echt ein cooles Baumhaus eigentlich. Das ist aber eine große Deckenburg. Ich will auch eine Deckenburg. Wir sollten sowas zu Hause bauen. Irgendwann. Da müsste der ganze Kram drin sein von denen. Was ist da drin? Nur alte Comics. She-World? Nein.
Achso, da können wir irgendwas hinstellen vielleicht, irgendwann später. Hey! Hello! Wie magst du das? Wie findest du das Baumhaus? Es ist super cool. Ich finde, es fehlt hier noch irgendwas. Mein Vater hat außen alles gebaut, doch ich habe die ganze Dekoration gemacht. Cool. Ich mag die Weihnachtskette, die du gegeben hast. Wir mussten echt was unternehmen, um die zu bekommen. Aber jetzt, da ihr mit zum Club gehört, könnt ihr viele neue Sachen finden, um es zu dekorieren. Jo, ich halte ein Auge auf. Gut. Aber man kann hier viele Sachen finden, aber wir können hier nichts so richtiges Cooles im Baumhaus machen, oder? Guckt doch mal diese Brettspiele an. Ich bin fast auf die Raub getreten. Das ist nicht schlimm. Ich frage mich, wie man das spielt. Hm. So, wir gehen mal ein höher hier. Dafür haben wir zum Beispiel Geld. Okay. Können wir da reingucken, das Ding? Nee. Okay. Also wir sollten einmal nach Hause gehen und schlafen legen, glaube ich. Damit wir frisch und munter für den Kampf sind. Wir sollten auch mal zu dem Garagen-Heini nochmal gehen. Und vielleicht kriegen wir noch einen Cookie von ihr, wenn wir keinen mehr haben. Dafür kriegst du aber dieses Magazin. Ah, guck mal, für unsere Katze. So, wir legen uns einmal pennen hier. Ich glaube, wenn wir uns pennen legen, dann regenerieren wir uns wahrscheinlich. So, alle wieder voll. Okay, also wir müssen noch einmal hin zu dem Garagen-Heini, denn der kann ja vielleicht diesen Roboter reparieren, den wir haben. Mal gucken, was geht. Da ist er. Hallo, ist das ein Blobo 11? Wir haben ihn im Repair-Shop gefunden. Kannst du ihm helfen? Aber ihm fehlen ein paar Teile. Wenn du mir die Teile bringen kannst, wir brauchen eine Batterie und ein Robonix-Magazin. Deal. Okay, warte mal. Was haben wir denn? Wir haben Batterie, aber uns fehlt noch dieses, uns fehlt dieses Magazin. Okay. Kann ich diesen leeren Kanister haben? Okay. Okay, er braucht alte Rohre. Und die kriegen wir von so einem Scooter, können wir die kriegen, theoretisch. Okay, gehen wir raus. Ha! Reinkommen wir nicht, was ist denn mit ihm hier? Hat er irgendwas zu trinken von uns noch? Okay, er hat das gleiche gesagt wie vorher, da im Baumhaus ist. Also ich glaube, es macht schon Sinn, jetzt gegen diesen Roboter nochmal zu kämpfen, damit wir dieses Riesenteil, damit wir das einmal hinter uns haben. Das machen wir jetzt auch. Vorher nehmen wir noch ein, zwei, drei Gegner mit, dann können wir noch ein bisschen Leben aufbauen vielleicht. Können wir jetzt von dir was bekommen? Der nächste Tag. Yes! Na guck mal, wir jeden Tag können wir so einen Keks von dir abholen, das ist natürlich ziemlich cool. Wir brauchen einen Knochen, den haben wir noch nicht. Den Waschbär, den machen wir platt. Oh, willst du noch mehr haben? Okay, los geht's. Wir geben zwar nicht viel Leben, aber dafür können wir ein bisschen trainieren und wir kriegen ein bisschen Punkte. Ach, guck mal, er kann heilen. Okay, das ist nicht schlecht. Warte mal, der Katze ins Blatt.
Okay. Darf nochmal angreifen, oder? Gab jetzt nicht so viel, gibt jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte, aber kann ja egal sein. Die Kohle, wir müssen ja eh wieder Geld sammeln. Oh, guck mal, Level up. Oh. Das will ich nicht, ich mach den Skill mal kurz höher. Und die, das Ding machen wir später höher, das Leben. Wie können wir da nichts machen, ne? Wir können weder da rein, noch irgendwas anderes machen. Schade, schade. Noch mehr nichts. So, die müssten wir aber jetzt schaffen, auch da den. Ich glaube, die Ratten besiegen wir auch nochmal schnell. Die greifen auch an. Bam! Oh, da haben wir 12 rein. Das ist nicht ganz cool. Geblockt. Okay. Warte mal. Heil du mal lieber. Heil mal den. Cool, wie cool irgendwie. So. Nicht den Code gefunden, leider. Für den Safe da, den finden wir bestimmt noch. Der muss ja irgendwo sein. Den kann ich nicht finden. Den müssen wir leider auch noch, müssen wir die auch noch besiegen? Müssen wir eigentlich nicht, ne? Kann auch hier direkt längs gehen. Obwohl, lassen Sie trotzdem, wir haben jetzt eh wieder ein bisschen Leben verloren, lassen Sie trotzdem mal besiegen. Weil dann können wir nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Machen wir nochmal mit. Du heilst dich mal. Dann heil mal. Heil mal den erstmal. Super. Okay. Na komm, jetzt gehen wir trotzdem zurück. Und jetzt versuchen wir den großen Roboter nochmal zu killen. Muss ja möglich sein. Ach, sind trotzdem immer noch da, okay. Nein! Das war daneben. Das war blöd. Okay.
Das war blöd. Ah, haut ganz schön rein, die Dinger. Obwohl, ich will lieber ein bisschen Leben nehmen hier. Mist. Warte mal. Danach ist der nochmal dran, dann müssen wir den erst platt machen, okay. Okay, schleckern kann ich nicht mehr. So. Ja. Ah, guck mal. Machen wir hier. Ein bisschen Skill. Weil dann können wir auf jeden Fall etwas heilen. Das ist schon ziemlich cooles. So, mal rein hier. Finden wir noch ein paar Sachen zu essen? Ne, finden wir nicht. Müssen wir kurz gucken, was wir alles haben. So, die brauchen wir erst, wenn wir richtig, oh, war das gerade noch benutzen? So, und jetzt geht's da rein. So, wir gucken mal, ob wir doch mal das jetzt schaffen mit dem Typen. Ja, beim ersten Mal war es ja nicht so pralle. Vielleicht jetzt aber besser jetzt. Gucken wir mal. Wir testen es. Oh Mann. Ärgerlich. So viel Leben geht da mal weg bei jedes Mal. Das ist wirklich zu viel eigentlich. Muss man echt mal sagen. Das ist schon ein bisschen frech. Ein bisschen Leben nehmen.
Aber immer 9 gleich weg. Das ist echt zu viel eigentlich. Finde ich. Okay. Ach komm schon. Ach komm schon. Das war wieder zu viel Leben. Puh. Müssen wir leider ein bisschen was essen hier. Das bringt mir ja nichts, wenn es perfekt ist. Da haut mir einfach zu viel Leben weg. Oh. Okay. Nein! Nein, ach komm schon. Ach komm schon, wie dumm bin ich denn bitte sehr? Ach komm. Oh, das ist echt beschissen. Okay. Okay, wir könnten es jetzt schaffen. Ach, machen wir den. Boom! Oh. Das muss es gewesen sein, oder? Wir haben Schrott gefunden. Das können wir dem Typen in der Garage geben. Natürlich cool. Das war echt ärgerlich gerade. Naja, was soll's. Schon mehr Leben. Okay. Was war das? Das war verrückt. Es ist, als ob ganz viel Schrott auf einmal zu einem riesigen, gigantischen Roboter wurde. Ah, wir haben es geschlagen. Yeah. Ich frage mich, ob unsere kleine Krake was damit zu tun hat. Du meinst die Alien-Krake? Ich habe doch vorher zu ihm gesagt, er soll mal hier hingehen. Diese kleine, miese Krake. Lass uns nach Hause, es ist schon spät. Und Mom sagt, wir sollen zu Hause sein, bevor es Abendbrot gibt. Ah, guck mal. Fernseher ausmachen hier. I can't seem to turn off the TV. Warum kann er sie ausmachen, ist die Frage. Na gut, gehen wir auch schlafen. Da ist die Krake. Hey, was machst du? Nix. Ich weiß auch nicht, ob PCs machen mich nervös und ich muss daran rumfummeln. Egal, du kannst weitermachen. Niemals. Ich weiß nicht, was du mit mir machst, wenn ich einschlafe. Nichts. Ich brauche nichts von dir. Aber wenn's dir besser geht, ich gehe. Ich glaube, es ist ein bisschen kalt. Ich glaube, ich mache lieber das Fenster zu. Nein, du solltest es lieber offen lassen. Die frische Luft ist gut, wenn man schläft. Du kannst mich nicht austricksen, Krake. Du willst bloß wieder dich reinschleichen. Geh weg hier! Ich glaube, wir auch mal schlafen. Oder auf Computer hat er was gemacht? Nee. Kann auch hingehen, ob er am Computer was gemacht hat? Kann man nicht sehen. Ich kann nur schlafen gehen, okay. Dann machen wir das doch. Go sleep. Hey Lilly, ich habe den crazysten Traum der Welt gehabt. Ich war ein Waschbär und ich habe versucht, mich in Mr. Klimbings Office zu schleichen. Vielleicht hast du eine geheime Superkraft. Vielleicht kannst du die Zukunft sehen.
Ich glaube, es war nur ein Traum. Wir suchen immer noch Dad, oder? Er fuhr immer den Highway längs, um zur Arbeit zu kommen. Wir sollten definitiv da nachschauen. Vielleicht hat das FST auch was damit zu tun. Wir sollten auch da nochmal gucken. Ja, ein Abenteuer. Super. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Bin gespannt, wie es weitergeht hier in diesem kleinen Crazy Town. Bis dahin, tschüss.